Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls. Mit mir dabei der Anu, der eine Mücke zerschlägt. Eine Mücke zerschlägt, hallo. Ich zerschlage eine Mücke. Hallo. Das war jetzt so ein Klatscher. Okay. Ich habe eigentlich nur die, den, was kommt man das? Wenn ich so mache. Ja. Es ist der Verschlussdeckel. Ah. Einer Seltersflasche. Einer Mücke. Einer Mücke, genau. Ich mache auch seine Mücke eine Seltersflasche. Selters habe ich jetzt auch schon ein paar Mal von Kenny gehört. Was ist das eigentlich? Der Begriff Selter oder die Marke Selters? Ja. Selter ist Mineralwasser. Okay. Wahrscheinlich also beruht auf Mineralwasser Selters, vermute ich jetzt einfach mal. Okay. Also es ist. Aber ihr sagt doch Mineralwasser. Wenn wir uns vornehm ausdrücken wollen, sagen wir auch Mineralwasser. Okay. Es ist halt länger als Selter. Hast du mal eine Selter, ist halt schneller von der Zunge als hast du mal bitte ein Glas voll mit Mineralwasser oder so. Also so ähnlich wie beim Tixo oder so. Was? Tixo? Ah, das ist so eine österreichische Marke für so ein Klebeband. Okay, nee, das ist bei uns Tesa. Das ist wahrscheinlich dieselbe Firma. Ja. Fängt mal mit T an. Nee, sind unterschiedliche Firmen. Also, aber. Okay. Tixo Tesa, ja. Oder Uhu gibt's bei uns auch. Das ja, Kleber. Uhu gibt's auch, ja, den kenne ich auch. Uhu Kleber und Prit oder Print. Ne, Prit heißen die, glaube ich. Das sagt irgendwie auch jeder, hast mal ein Uhu. Ja. Genau wie bei der Cola eigentlich. So wie man auch sagt, man hast mal ein Tempo für Tempotaschentücher. Mhm. Es gibt ja auch Dutzende von Firmen, die sowas herstellen. Okay, aber das Selters, das sagt mir nichts. Ich muss also, auch gestehen, ich wusste gar nicht, dass es eine Marke gibt, die so heißt, bis ich sie mal gekauft habe. Weil ich bin jetzt nicht so in Anführungszeichen markentreu, dass ich sage, ich kaufe nur das Mineralwasser, weil das Mineralwasser schmeckt mir am besten. Am Ende ist es, was sie mit Kohlensäure versetzt. Mhm, also wer da einen geschmacklichen Unterschied erkennt, wie zwischen einem 2-Euro-Wein und einem 100-Euro-Wein, Hut ab für eure Geschmacksknospen da draußen, ihr habt das nicht. Ich greife das, was gerade irgendwie als erstes in Sichtreichweite ist und nicht irgendwie 50 Euro pro Liter kostet. Ja, das mache ich auch so. Tja, so. Schön, dass wir schon mal ein Thema hatten. Schön. Geiler Start. Ja, neue Woche, neues Eventel. Ja. Was haben wir diesmal? Kinder des Apollo. Ja. Oder Kinder von Apollo. Hatte der in Battlestar Galactica Kinder? Captain Apollo, Entschuldigung. Kennt keiner mehr die alte Serie. Wisst ihr jetzt auch nicht mehr. Echt nicht? Kam war, das, war das nicht schwarz-weiß? Nein. Nein. Ach, das war Raumpatrouille Orion. Ja. Also Kampfstern Galactica waren drei. Klingt wie Porno irgendwie. Oh Gott. Ja? Ja. Pornotitel erfinden mit Anno und Valvo. Das waren drei, ich weiß nicht, ob es Kinofilme oder TV-Filme waren. Und dann basierte darauf noch irgendwie eine Serie, glaube ich. Boah, okay, habe ich das nie gesehen? Nee, ich in meiner allerjüngsten Kindheit, ich kenne es halt nur noch vom Namen her, weil es dann jetzt in den 2000ern ein Remake gab und das habe ich geguckt. Also es war nicht ganz so alt wie Raumpatrouille Orion. Aber auch irgendwie schon ein paar Jährchen alt. Ich würde es 60er, 70er lagern, warte mal, Ricky. Okay. Vor Star Trek? Was war davor? Nee, danach. Also es lief von. Ist das jetzt die Serie oder der Film? Keine Ahnung. Wenn es 2000 ist, wird es. Also die Fernsehserie lief von 78 bis 80. Okay. Mhm. Okay, dann doch deutlich danach. Ja. Hatte 34 Episoden. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich der Meinung. 34 ist auch nicht sehr viel. So zwei Staffeln quasi.
Oder eine ausgedehnte Staffel. Ich meine, damals Gott. Waren die Staffeln ja noch ein bisschen Gott, das länger. Ist aber, das ist ja fies. Okay, ich dachte, es wären drei Filme, aber es ist wohl folgendermaßen. Also Kampf Sternen Galactica ist eine von, keine Ahnung wen, entwickelte und produzierte Science-Fiction-Fernsehserie aus den Jahren 1978 bis 1980, hergestellt von Universal. Die Originalserie besteht aus 24 Folgen. Hier die Episoden 1 bis 4, der Ableger Galactica besteht aus 10 Folgen. Hier die Folgen 25 bis 34 einsehen. Aus einigen dieser insgesamt 34 Episoden, und jetzt kommt der absolut kapitalistische Clou, wurden drei Kinofilme zusammengeschnitten. Okay. Also man kannte das alles schon und dann haben sie es einfach ein Remake quasi gemacht aus Kinofilmen. Genau. Okay. Wusste ich so auch nicht. Gut, vielleicht dann einfach modernisiert. Wäre auch interessant. Könnte man mit TOS auch machen. Ja, das ist nicht mehr so diese zusammenhängenden, so theatralisch wirkt. Diese leicht Lindenstraßen-ähnliche Musik aus Toster. Und die Kampfanimationen halt. Aber gut, andererseits ist das halt auch wieder Kult. Also ich sag mal so, wenn man den Kampf zwischen Kirk und den Gorn auf 25-fache Geschwindigkeit vorspult, dann sieht das schon noch eigentlich ziemlich top aus. Ab und zu so ein bisschen Lensflare einbaut. Genau. So in der Postproduktion einfach so ein bisschen ein paar Blitze zwischendrin. Er hebt den Stein und hier mega Lensflare. Genau. Zwischendurch dann immer mal auf Normalgeschwindigkeit, was dann heute Zeitlupe wäre. Das sieht dann auch immer episch aus, für alles, was in Zeitlupe ist. Super slow motion. Wie haben sie das so hinbekommen? Das sieht gar nicht aus wie Slow Motion. Nein, das ist Echtzeit. Hä? Wie er den Stein ganz langsam anhebt, dass es noch so richtig epochal wirkt. Ja. Dann wieder 26-fach Vorspulen swing. Ich stelle mir gerade vor, wie so im Hintergrund noch so ein Eichhörnchen so anhüpft, kurz in die Kamera guckt, was machen die hier? Er ist immer noch am Anheben des Steins, es isst seine Nuss auf das Eichhörnchen, hopft aufs Bild und er ist immer noch im Stein anheben. Ja. Dann wieder 26-fach Vorspulen, wie er den Stein wirft. Hui! Ding. So ein Geschoss. Ja. Ja, gebt uns das Videomaterial, wir machen daraus, was genau. Ganz toll ist. Ach, ja. An und Valvo Production. Wir machen es besser als CBS. Und Raumpatrouille Orion zum Beispiel habe ich auch nicht wirklich gesehen. Orion sage ich schon wieder, Babylon 5 ist das andere. Nee. Ich habe so ein bisschen mal reingeguckt, das war so schnarchlangweilig, habe ich mir nicht gegeben. Ja, das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, also ich habe es auch nie gesehen, aber jedes Mal, wenn ich sage, ich habe das nicht gesehen und da sitzt dann irgendjemand gegenüber oder im Chat, das musst du sehen, das ist so super toll. Ich fühle mich da so ein bisschen wie du in der Anfangsphase von Deep Space. Nein, wahrscheinlich ist es auch so, dass der Anfang total schnarchend langweilig ist, aber jedes Mal, wenn ich auch bei YouTube mal irgendwie so, weiß nicht, ein Bild da oder ein Video davon gucke, denke ich mir auch, wo habt ihr diese Effekte hergenommen? Habt ihr die mit Paint gemalt oder was war das für ein Quark? Alles so braun und bluh. Ja, so super strange irgendwie. Weil die Geschichten dann wahrscheinlich wieder das sind. Kostümdesign und alles so, meh. Nicht. Ja, vielleicht sind die Geschichten so geil, aber. Ja, ich meine, das Ding hat bis heute, obwohl die Serie seit über 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr existiert. Ja, eine Fangemeinde, die will, dass es unbedingt weitergeht und weitergeht und weiter. Wie bei Star Trek. Da bräuchte ich halt wen wie du, der mir halt permanent im Ohr liegt und sagt, hier, guck, Deep Space Nine, hast du schon angeschaut? Es wird so viel besser, es wird so viel geiler. Ja, den bräuchte ich dann aber auch. Aber ich bin da echt, ich weiß nicht, ich bin zu verwöhnt, was ja. Es kann nicht besser werden als Deep Space Nine. Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube schon, dass man auch bei Deep Space Nine hätte man noch einiges mehr rausholen können, wenn man will, oder mit anderen Serien kann man auch mehr rausholen. Aber Babylon 5, wie gesagt, die Ausschnitte, die ich gesehen habe, das sieht so lame aus einfach nur. Und ich bin
leider bin ich so einfach gestrickt, wenn eine Serie nicht optisch top aussieht, dann ist sie bei mir auch echt sehr schnell unten durch. Sagt der, der Toss immer noch geil findet. Aber das ist wieder was anderes wahrscheinlich, wenn man aufgewachsen ist damit. Ja. Dann verzeiht man so einer Serie was. Ja. Kenne ich selber, wenn ich mit so alten Spielen aufgewachsen bin, dann mag ich das ganz gern. So, keine Ahnung, SWAT 2 oder so. Wenn ich dann bis heute ansehen würde, wo ich mir denke, oh mein Gott, wie grässlich sieht das aus. Aber ja. Da ich das halt von damals kenne, denke ich mir, boah, cool. Da wird es viele Beispiele geben. Keine Ahnung, ob mir Anno 1602 zum Beispiel noch zusagen würde, wenn ich das jetzt neu kennen würde. Wobei ich es nicht hässlich finde. Es ist, also ja. Hatte sogar mehr Struktur als die neuen. Weil man immer genau wusste, wo man baut, in welcher Kachel. Es wird dich freuen, dass. Magst du schon wieder was droppen, was du dann irgendwann. oder dann die Folge wieder ein Jahr später raus hast? Okay, jetzt alle anderen weghören, nur weil wo. Ich hab's schon gespielt. So, es hat wieder seine Kacheln. Ah, okay. Du meinst 1800? Eventuell auch 1900. Ich darf's nicht sagen. okay. Ich dachte, du hast 1602 nochmal angespielt oder sowas. Dings. Ja, das war als Let's Play vor 5, 7, 8 beim ersten Kanal. Ich würde sagen, da wäre ich sauer, wenn du das ohne mich spielst. Das hätte ich irgendwie auch mal wieder Bock anzugucken. Oder zu spielen. Hat das einen Multiplayer? Nee. Nee. Wäre machbar. Es gibt doch da garantiert irgendeine Version, die es auf den aktuellen Rechner wieder zum Laufen bringt. Ich weiß nur, damals der Grund, weswegen ich es auch nicht wirklich weiter verfolgt habe, war halt der, dass bestimmt, das waren ja immer diese Videos, die dann zwischendurch, sie haben eine Erzorder entdeckt, ein Feuer ist ausgebrochen, eine Erzquelle ist erschöpft, das Volk wird mit ihnen eine Statue. Und wie es nicht alle hießen, da gab es ja für jeden Pups gab es ein Video. Ein Schiff ist fertiggestellt worden und es ging ein 30-Sekunden-Video los, wie ein Schiff langsam aus der Werft runter ins Wasser gleitet. Stimmt, das habe ich voll vergessen. Ja. Für jedes Ereignis, alles was im Spiel stattfand, gab es ein Video. Sie haben eine Erzader entdeckt, sie haben eine tiefe Erzader entdeckt, sie haben eine Goldader entdeckt. Schon wieder Erzader entdeckt. Sie haben eine tiefe Goldader entdeckt. Eine der Erzadern ist jetzt stillgelegt, eine der Goldadern ist stillgelegt. Eine Feuersbrunst verwüstet eure Stadt. Konnte man das nicht ausschalten? Ja, aber ich wollte die Videos schon sehen. Das war schon cool. Die Videos waren schon kultig damals. Ich muss auch sagen, der Nachfolger 1503 hat bei mir eigentlich ein sehr starken Punkt dadurch verloren, dass es gar keine wirklich mehr davon drin hatte, sondern nur noch Bilder mit vorgelesenen Texten. Wo ich mir auch da, wo sind die tollen Videos und so weiter. Naja. Ich weiß nicht warum, aber mir hat 1503 nicht so gut gefallen und im 1701 auch nicht. Ich fand echt 1602 finde ich immer noch mit 1404 das geilste. Ja. Immer noch meine Lieblingsannos. Neben dir natürlich. Ja, danke. Geld überweise ich dir nachher für den Satz. Das wäre jetzt so eine Dings, die man so auf eine Packung schreiben würde. So ein Spruch, den man auf seine Release-Packung schreiben würde. Oh mein. Oder am Kanal-Trailer. Daneben noch eine Punktevergabe, 10 von 10. Wäre aber schon sehr egoistisch, wenn ich in meinem YouTube-Kanal-Banner schreiben würde, ich selbst bin mir noch mein liebstes Anno, oder irgendwie so. Ja. Ich meine, der Zufall bei ist dir? Ja eigentlich der... Bitte? Und bei dir? Bei mir ist es ganz klar 1404. Danach wäre es eigentlich sogar 1701, okay. Dann 1602, dann tatsächlich, und jetzt Obacht, 2070 noch vor 1503. Also ich mag
2070 in gewissem Maße schon für seine Spielbarkeit, weil ich bei 1503 ehrlich gesagt nie richtig durchgestiegen bin. Es gab kein Steuersystem, ich bin bankrott gegangen, wie sonst was da. Keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich selbst meine 10.000 Kronitonen in 5 Minuten dadurch kriegen in dem Spiel, ja, keine Ahnung. Ratz. Ich habe es bis zum Schluss nicht gerafft, richtig da gut zu sein. Mhm. Die Kampagne habe ich nie geschafft. Da bin ich irgendwo in den Endlosspielen und ja, selbst da, wenn du selbst in den Endlosspielen dann immer irgendwie nur so jetzt vorsichtig eine Wirtschaft bauen, also Gasthaus, so Schenke. Mhm. Alle sind froh, alle sind glücklich, Steuereinnahmen gehen rauf. Eine Ware fehlt, pleite. Hallo. Und 17.01 noch vor 16.02? Ja, tatsächlich, ja. Okay. 16.02 war zwar mein Einstieg, es war eigentlich auch der pureste Zufall, dass ich ein Fan von dieser Serie geworden bin. Ich kannte die Spielserie null, gar nicht. Ich habe keine Empfehlungen drüber gehört, ich habe keine Artikel drüber gelesen. Ich war nur irgendwann, ich hatte einen PC und hatte dann die Auswahl, ich darf mir ein Computerspiel aussuchen. Mhm. Und die Dinger waren halt alphabetisch sortiert. Ja, und Anno war relativ weit vorne. Dadurch. Und ich bin im Prinzip so, Anno, alles durchgelesen, die Hülle, oh, sieht ja alles geil aus, die Texte, die hinten draufstehen, boah, deine Stadt und die Bevölkerung, Versorgung, bla 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 bla. Die tollsten Texte, die sie darauf geschrieben haben. Das nächste war dann irgend so ein, wahrscheinlich, ja, schon damals Fantasy oder sonst was. Ich habe mir keine 2-3 Packungen angeguckt, bin wieder zurück zu Anno, ab zur Kasse. Nichts anderes angeguckt. Ich guck mir gerade die Steam-Bibliothek an, was so vor Anno sich befindet. Und? Gut, dass es damals noch kein Amnesia gab. Das ist ein Horrorspiel. Boah. Sonst hätte da, sonst wäre Anno vielleicht jetzt Horrorspiele-Fan. Ja, eher weniger. Ich bin noch nicht mal so der Fan von Horrorfilmen, also weil ich auch keine Horror. Also ich habe auch keine Horrorspiele wirklich. Wobei, wenn du aufgewachsen wärst damit? Ja, weiß ich wahrscheinlich auch nicht. Du, ich bin auch nicht mit Filmen derart aufgewachsen, einfach weil es nicht mein Genre ist. Also, wie hieß denn das? Alone in the Dark, glaube ich. Genau, Alone in the Dark. Das hatte ich mal gespielt mit meiner Schwester, weil damals hatten wir ja nichts und haben wir uns gefreut über alles, was so. Da gab es noch diese Shareware-Discs und da gab es halt irgendwie Alone in the Dark, das war halt so ein Horrorspiel. Dann haben wir uns das halt gespielt, halt voll gegruselt, aber es war halt trotzdem so, wenn es halt sonst nichts gibt, dann probiert man halt so mal die ganzen Gratis-Spiele durch und guckt mal, wie weit man kommt. Hat jetzt aber auch nicht wirklich dazu beigetragen, dass ich sage, ja geil, Horrorspiele. Gib mir mehr. Also es ist tatsächlich so das einzige Horrorspiel mit noch einem anderen, wo mir der Name entfallen ist, das ich gespielt habe. Okay. Wie hieß denn das? Gab es zwei Teile. Ja, frag mich nicht, ich habe die alle, nee, keine Ahnung. Haben die von Rocket Beans mal gespielt? Die hatten so einen Let's Play-Kanal, weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Der ist lustig. Ich gucke normal kein Rocket Beans, aber das ist Let's Play war echt lustig. Ich gucke die auch nicht so wirklich gern. Das war so eins mit so echten Schauspielern, so ein Spiel. Phantasmagoria. Wie? Da waren Phantasmagoria. Okay, noch nie gehört den Namen. Da waren echt. Klingt wie so eine neue Fanta-Sorte. Fanta Orange. Und jetzt probieren sie auch so eine neue Sorte. Fanta Orgonia. Keine Ahnung, warum wir das. Ich glaube, meine Schwester hat es bekommen oder so. Dann haben wir es uns halt mal gemeinsam angeschaut. Vielleicht, weil sich meine Eltern gedacht haben, Fantasie oder irgendwas. Ja, ja. Das ist hier was Cooles. Aber es ist halt voll das Horrorspiel. Das werden unsere Kinder garantiert lieben. So 5 Minuten später. Ah! 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 Ja. Schrei aus dem Zimmer. Mit einer unzensierten Version mit Blut und Gedärme. Und so. Noch häuft.
Das war halt mit echten Schauspielern abgedreht und heutzutage ist das so lustig. Also, ich musste danach das Let's Play raussuchen von denen. Das war halt echt witzig. Also, will sich die halt auch die ganze Zeit lustig machen über die ganzen Effekte, wie schlecht die Schauspieler teilweise sind. Okay. Also, die haben eigentlich mehr Spaß drüber, wie das Spiel halt heutzutage aussieht. Jo. Das sind so die einzigen Horrorspiele eigentlich, an die ich mich jetzt erinnern kann. Und das Until Dawn vielleicht noch. Aber das habe ich nicht selber gespielt, sondern nur angeguckt, so ein Let's Play. Okay. Anteldorn. Ja, das habe ich auch schon mal gehört, den Titel, aber kann ich gerade noch nicht einordnen. Und was sonst noch vor Anno kommt, wäre American Truck Simulator. Also wer weiß, vielleicht würdest du jetzt unter die Trucker gehen. Gab's das damals schon? Nee, nee. Diese ganzen Fahrsimulatoren, okay. Ja, wie gesagt, es war der pure Zufall. Schräg, schräg Glück, das erste Computergame auch noch irgendwie so ein kleines, zumindest für mich, zumindest kleines Juwel war irgendwie. Also kein Horrorspiel wie bei anderen, sondern wirklich ein guter Kauf. Ja, ich meine, ich kannte es von anderen Schulkollegen, die schon entweder damals gab es noch sowas wie dieses, wie hießen die Nintendo-Variante damals N64? Ich glaube ja, ne? Gameboy oder sowas? Nee, nicht dieses Handheld-Ding, sondern das, was man am Fernseher angeschlossen hat. Ich glaube, das hieß N64, oder? Hatte ich nie. Verwechsel ich das gerade mit NTV? Keine Ahnung, das klingt allzu gleich heutzutage. N64 sagt mir was, auf jeden Okay. Fall. Ich weiß nicht, ob es das war. Könnte schon sein. Und die hatten meistens entweder irgendwas mit Mario, irgendetwas mit Zelda oder Autorennen. Und die drei Sachen haben mich alle eigentlich immer nie interessiert, weil Jump'n'Run, da falle ich bei diesen ganzen Hüpfdingern von Nintendo sowieso durch. Und Autorennen, ja, Kreis, Kreis. Yay, einer hat's geschafft, es ist vorbei. Ja, sorry. Wobei mit der Crew kommt schon langsam in eine gute Richtung, glaube ich, The oder? Crew So ist aber auch kein langsam. klassisches Autorennspiel, es ist ein Open-World-Fahrsimulator. Ja. Ja, wo du halt auch so Renneinlagen hast. Ja. Und manchmal sagen muss, mittlerweile sind die Renndinger ja auch ein bisschen cooler als früher. Okay. Ja, keine Ahnung, also ich hatte auch eine PlayStation 1, da hatte ich mal ein. Haben wir das nicht so gemacht, also Crew erzähle, egal. Da hatte Gran ich Turismo. ein Gran Turismo und eins der ersten Need for Speeds. Das war ja wirklich, es war eine starre Strecke, du konntest ja nirgendwo hin ausweichen. Alles war mit Banden abgeriegelt und das Highlight war, wenn du irgendwie durch die Startzone fuhrst, wo dann irgendwo ein Publikumsapplaus aus dem Nichts herkam, weil es keine Tribüne gab. Erinnert mich an Kenny, da hat er mal eine Schrott-Grafikkarte gehabt und musste halt alle Effekte so runterdrehen. Und da sind wir ein Rennen gefahren in Monaco und das ist halt so ein Tunnel da drinnen. Und der Tunnel wurde halt nicht angezeigt. Es wurde dann noch auf einmal dunkel und dann wieder hell. So, okay, Tunnel ist wieder vorbei. Läuft. Stell ich mir auch geil vor. Weil, was ist hier los? Wieso ist das Licht aus? Ja. Was für ein Licht? Wir sind im Tunnel. Oh, okay. Das erklärt einiges. Okay. Sag mal, ist eigentlich Spock bei dir in der Voranzeige bei Kinder des Apollo, schwebte da auch irgendwie so aus der Karte, fast aus dem Bild raus irgendwie? Ja. Kopf so abgeschrägt. Ja. Na gut, dann schauen wir mal zum Eventel. Ja, die Augenbraue hat es gerade noch so geschafft. Da, Blumen. Die Augenbraue hat es geschafft. Mountaineer Spock. Jop. Sieht nach Kinofilm aus. Richtig. Wie bist du Ha! darauf gekommen? Weil er so alt aussieht. Ach. Und weil er mal was anderes anhat. Ja, genau. Ein Tostdrucker, glaube ich, immer noch wirklich nur die blaue Uniform. Ach Tatsächlich ja. sieht seine Mimik auch mal ein bisschen anders aus als in TOS. Da war sie ja immer dieselbe, oder?
Es war nicht so schlimm wie bei Tepol, aber es war schon nicht so abwechslungsreich wie später, ja. Also er ist später menschlicher geworden. Mal mehr gelächelt oder mal mehr... Ja, so wie da einfach so. Ja. Vielleicht machen das auch die Falten aus, dass es einfach ein bisschen mehr Bewegung im Gesicht gibt. Die Falte macht dich echt freundlich, Spock. Ja, danke, nicht so meine Freundlichkeit. Na, gerade so um den Mund herum, oder? Das hat er ja in der Serie eigentlich, hat er den Mund nie verzogen oder mal irgendwie. Jein, ich suche dir jetzt mal eben ein Bild raus. Warte mal, ach, wie hieß denn das? Spock-Mund. Jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Talk. Das ist echt schlimm mit uns. Ich weiß gar nicht, wie wir nachher bei dieser Crew das noch einrichten sollen. Ja, ist ja egal dann. Okay, ja. Also es gab ab eine Folge tatsächlich in TOS, wo er versehentlich gelächelt hat. Okay. Was hat uns auf die Kontinuität noch nicht so acht gelegt. Heißt Weltraumfieber und er denkt, er hat... Oh nein, Landurlaub. Nein, Weltraumfieber. Das war doch dabei bei den Antwortmöglichkeiten. Das weiß ich nicht mehr. Es ist 3 Jahre her, das weiß ich nicht mehr. Es verfolgt mich. Gott. Was habe ich euch damit nur angetan mit diesem Quiz, ey? Weltraumfieber. Wenn ich halt wüsste, wie es im Englischen heißt, dann gibt es wahrscheinlich mehr Bilderergebnisse. Ah, da. Zack. Zack. So, wo ist Skype da? Ah, okay. 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 Ja, okay, das völliges ist schon krass. Entsetzen. Okay, nicht mal ein Spiegeluniversums-Ding, sondern... Ne, ganz normal. Ist normal. Kanon, okay. Eine Folge... Und nicht Ponfar-mäßig? Doch, exakt das. Ah, okay. Oder war das... Ja, doch, genau. Er hat... Also im Deutschen wird die Folge falsch betitelt. Die heißt da Weltraumfieber. Weil... Ich glaube, die Schwester... Also Schwester Chapel hat zuerst diagnostiziert, dass Spock eventuell Weltraumfieber hat. Und später kommt da aber raus, dass er eigentlich Ponfar hat. Also die Folge hat die Betitelung einer falschen Diagnose der Nebendarstellerin vom Chefarzt. Okay. Im Englischen ist sie, glaube ich, da echt ein bisschen prägnanter gewählt worden, der Begriff, aber ich weiß, hat jetzt doch nicht, wie es heißt, warte mal hier vielleicht. Das kommt sicher auch noch rein in die Timelines. Ja, im Englischen heißt sie Amok Time. Okay. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass sie das in Timelines abdichten. Weil das halt mal ein anderer Spock ist als ein immer gleich guckender. Ja. Ist aus dem berühmten 5. Kinofilm hier, der Mountaineer Spock. Mhm. Nie geguckt, oder? Nee. Okay. Ich spare mir dann sämtliche Kommentare dazu. Er ist nicht wirklich der Beste. Wobei er auch nicht so langweilig ist wie der erste, aber Gott. Ich habe nur gehört, von dem, was ich dir weitergeleitet habe, dass da nicht die besten Freunde, so erster und fünfter sind so, der dritte wohl auch. Den dritten würde ich da, ja, das Problem ist, dass 2 und 4 halt echt ultra stark sind. Mhm. Das ist so. Und 6. Und 6 auch, ja. Und 8. Mhm. Daneben wirken dann 7 und 9, aber auch wieder schwach bei TNG, sag ich mal. Das ist echt. Es zieht sich wirklich ein bisschen. Wobei ich mit dem 10er nicht so Probleme hatte wie viele. Ich auch nicht. Es ging. Ich fand ihn für damalige Verhältnisse zu. Weiß nicht. Die anderen Filme hatten mehr. Aber er war jetzt nicht schlecht. Also zum Beispiel ein 8er Kinofilm kommt mir immer noch riesiger, bombastischer vor als der 10. Ja, weil der 10. spielt ja fast ausschließlich nur noch auf den Enterprise-Kulissen und einmal eine Sandbuggy-Fahrt. Wobei halt diese Endsequenz war schon ziemlich geil, wo da die Schiffe aufeinander zurasen. Das war geil. Die Kar gegen Shinsen.
Das hat man so epochal halt davor auch noch nicht gesehen. Nee, es war halt Star Treks Antwort darauf, dass alles immer mehr actiongeladener sein musste. Der 9. Kinofilm war ja nicht so actiongeladen, deswegen... Nicht, ne? Ja. Der hat... Was hat er denn? Er hat ein paar Phaser-Schüsse am Anfang. Phaser- und Phaser-Gewehrschüsse in der Mitte. Das war so öde. Die ganze, am Ende. Die ganze Zeit nur auf der Flucht. Mann, ich weiß nicht. Hätten sie echt auch auf der Flucht nennen können, den ganzen Film. Dr. Picard auf der Flucht. Ja, schon, oder? Als Gegenspieler Eltern, wie hieß nochmal der Tommy Lee Jones her, statt... Ja, läuft. Wie ist der? Gibt's ihn für Ada Ruafo? Ja, genau. Aber auch den muss ich sagen, ich finde ihn nicht schlecht. Er ist nur für einen Kinofilm, auch für die damaligen Verhältnisse Ende 90er und auch der 10er mit den Anfang 2000ern, war er nicht in Anführungszeichen mehr bombastisch genug. Finde ich persönlich jetzt einfach. Ich sehe mir den. Ich sehe mir gerade das Bild an von dem und sieht irgendwie aus wie von so einem Dementor bearbeitet. Von Harry Potter. Das Gesicht so. Wer jetzt? Dieser Ada Ruafo. Ach, der, also. Dieser 5-Sterne-Hater. Die haben doch da auch immer irgendwas vom Gesicht so abgesaugt. Ja, Giftstoffe wurden da rausgesaugt. Die Haut wurde mit irgendwelchen Geräten andauernd nachgeglättet und sowas. Hm. Ja. Warum? Ehrlich gesagt, habe ich auch nicht ganz verstanden, warum. Ich meine, das ist dieselbe Spezies wie die Menschen, die auf dem Planeten leben. Warum sind die, die nicht auf dem Planeten leben, warum nehmen die da so ein Faltengesicht an? Das habe ich nicht so ganz gerafft. Na egal. Na, der ganze Film war irgendwie so unspektakulär einfach. No. Zwischendrin die Szene mit den Leuten war immer ganz cool. Also dieses, was nicht sich am Planeten abgespielt hat, sondern mit Riker und Worf und Data und so weiter, das war ganz lustig. Die Verfolgungsjagd da. Die im Nebel dazu, ja. Ja. Aber alles so am Planeten, so okay, sie fliehen immer noch. Mhm. Sie fliehen schon wieder. Picard verliebt sich, ja, sie fliehen schon wieder. Okay. Got it. Das in der 5-Minuten-Sequenz, okay. Das müssten wir auch wieder in Kirk-Kampf auf 26-fachen Speed. Dann geht's. Ja. Das ist halt was der Zuschauer irgendwie schon nach 3 Minuten verstanden hat. Okay, sie sind auf der Flucht. Ja. Und das muss noch 50 Mal erklärt werden, damit es auch wirklich der allerletzte Hinterwelt darf, sozusagen. Mhm. So eine ähnliche Episode hatte ja Deep Space Nine dann auch mit Kira und dem Shakar oder wie der hieß, der bajoranische Widerstandskämpfer. Aber die war dann zum Glück schneller wieder vorbei. Ja. Das Witzige ist, teilweise eigentlich, mir selbst wäre es ehrlich gesagt nie aufgefallen, aber irgendwer hat natürlich, ich meine, es gibt da draußen so viele Star Trek-Fans, die jeden Milliframe von Star Trek auseinandernehmen könnten, wenn sie wollen. Der Film besagt ja daraus, dass sie die Leute, die auf Planeten leben, umsiedeln wollen, noch friedlich, ja, um eben halt der Mehrheit die medizinisch wirkenden Ringe zur Verfügung zu stellen. Also die Mehrheit hat mehr davon als diese 600 Bewohner auf dem Planeten. Das ist die Aussage vom Film. So. Es gibt tatsächlich eine TNG-Episode, wo Picard exakt das tut. Mit Indianern. Mhm. Wo er die Indianer auf diesem Planeten überreden muss, den Planeten aufzugeben. Mhm. Weil im Sinne das Wohl der vielen ist wichtiger als das Wohl der wenigen. Das so betitelt und ja, der Kinofilm sagt dann wieder exakt das Gegenteil davon aus. Mhm, okay.
Ja, das ist ein bisschen hölzern. Ja. Na gut. Machen wir weiter bei Kirk. Mhm. Kirk, der Platonier. Achso, ja, Spock ist. Was ist denn der eigentlich alles? Wie lauter neue Sachen, die man nicht braucht. Sternflotte für das geht sogar. Musiker, Astrophysiker, Mensch, Vulkanier, Telepath, Leger, ich hab nur noch. Nee, Leger. Leger, da bin ich auch schon mal drüber gestolpert. Was ist Leger? Was ist die Stätigkeit? Fliesenleger. Ja, genau. Spock, der Fliesenleger. Fliegt zu ihren Füßen. Mit diesen Schuhen da. Naja. Und Pilot. Ja, muss auch sein. So. Dann haben wir Kirk. Den hat man schon. Also den gibt's schon. Ja. Telekinetisch. Okay. Brauchen wir nicht unbedingt. Ja, Deanna Troi gab's mehr oder weniger auch schon. Ja. Dann haben wir, im Prinzip gibt es ja eigentlich fast gar keine neuen, ne? Den Kirk gab es schon. Mhm. Und auch den Apoll. Gab es auch schon, ja. Oder sammelt man hier unten wieder einen goldenen? Hier noch gar nicht wirklich. Ja, ganz unten. Gehen's aber unten. Wer kommt da wieder hin, ey? 400.000? Pff, ja, allein mit Shuttles, oder ist das irgendwo wieder geteilt? Nee, ist in einem. Diesmal. Oh, ach, trotzdem. 400.000 mit Shuttles, ey. Und gab es sie nicht auch schon, oder habe ich nur das Gefühl, dass es sie gab? Die gibt's auch schon. Also ist eigentlich nur Spock neu. Die hatte ich mal zur Auswahl, dann aber doch für den anderen entschieden. Göttin der Empathie. Gott, das ist neu. Keiner, der verzweifelt ist. Was ist denn da los? Verrückt. Was ist das? Belohnungsmultiplikator, Boost legendär. Mein Gott, die haben doch jetzt auch ein paar neue Sachen eingebaut, aber die erreicht man sowieso nie. Also die sowieso so viel Geld investiert haben, um hier, keine Ahnung, alles, die teilweise jetzt ja schon durch sind wahrscheinlich, die kriegen es noch hinterher, aber wann erreichen wir da mal mit Shuttles 180.000, dass wir diese ganzen Booster da freischalten? Ganz ehrlich, die hätten es wie bisher machen sollen, bei 120.000 aufhören, weil mehr reicht keine Sau. Ja. Ich habe sogar außer überlegen, weil ich eigentlich kein sammeln echt musste. Was rein. Weil selbst den Apollo oder Apoll, wie er hier heißt, habe ich schon auf 4 Sterne. Ich war echt am Überlegen, ob ich überhaupt noch am Event teilnehme diese Woche. Mhm. Habe es eigentlich nur noch gemacht, okay, du sammelst halt die Items da drinne. Du gibst ja keine Chronitone oder sowas aus, wenn du nur Shuttles einsetzt. Musst du sowieso täglich hier losjagen, da hatte ich mir. Wäre es jetzt ein Bau-Event, also dieses Versorgungs-Event, ich hätte nicht mitgemacht. Bei mir war es ganz praktisch, weil den Apollo brauchte ich noch zweimal. Aber ja. Jetzt habe ich noch 4 Sterne. Okay. Alter, du hast ihn schon zweimal gesammelt. Ich habe ihn gerade mal einmal. Gut, ich habe auch erst heute Nachmittag angefangen. Immer mal wieder Shuttle losgeschickt heute. Jetzt eigentlich schon bei 1-1 durch. Also, wenn das ein Skirmish-Event wäre und man da mal mehr Schwellenbelohnungen hätte, würde sich's mehr auszahlen, weil da kommt man eher mal auf höhere Werte. Oder? Definitiv. Aber so. Da reicht man mal eher 120.000 als bei so einem Shuttle-Dingens. Das sowas. Ich muss ja sagen, ich verwende jetzt dein Trick hier mit nur noch die besten und Geschichten miteinander zu kombinieren, den Rest irgendwie zu annehmen und die Low-Garbage-Crew da reinpacken, dass es immer belegt bleibt. Ja. Aber ich suche mir jedes Mal einen Wolf, wo diese Karten sind. Wo muss ich jetzt zurückrufen? Da, okay. Bei dir werden es dieselben 4 wahrscheinlich sein, die du hast. Ich habe. Bei mir sind Nahrung, 2 iranische. Und. Ja, genau, Nahrung habe ich auch. Nahrung für die Götter habe ich. Ich habe Lebensregeln, wobei das eine Notlösung war, weil ich am Ende zu faul war zu suchen. Und jedem seinen eigenen Altar habe ich noch. Ja, habe ich auch. So, bei den Bajoranern habe ich. Ich muss gerade wieder rufen, ich vergesse immer den Namen. Einer noch wahrscheinlich. Mit nur einer Berührung heilen. Ja. Hat auch dreimal rund. Mhm. Aber wenn du sonst noch Aufräumaktionen hast. Okay, suche ich gleich mal. Dann würde ich die nehmen. Eher die? Statt dieser anderen.
statt der Notlösung. Aufräumen ist auch Bajor. Aufräumen auf Bajor! Wird's mal wieder länger dauern, ne? So, Aufräumaktion oder Aufräumen, ja. Aktion, ja. Aktion. Okay, dann die hätte ich theoretisch auch. Dann kommt man als nächstes zurück in 2 Stunden. Das hat nämlich auch Phaser und Command, was ganz praktisch ist. Also die Sachen, die sind sowieso immer in Masse übrig. Ja. Und sind halt wieder die 4 und Missionen und die finde ich gehen echt am besten von der Hand. Jo. Vor allem diese gelingen halt auch am häufigsten. Ja. Wenn man dann exakt drauf achtet, wie man da reinlegt. Mhm. Ich habe es jetzt schon anders gemacht als bei meinem Video noch hergezeigt, weil da habe ich mir dann. Jetzt mache ich immer alle auf und guck mir gleich von Beginn an, was die beste ist. Nicht so der Reihe nach aufmachen. Das ist ganz praktisch. Nachteil, man braucht halt viele Transmissionen auf einmal. Oh. Ja, gut. So. Kann man ja mit diesem Ruf oder wie es heißt, da sammeln, kaufen. Der Ruf. Der Ruf ist on fire. Na komm, der muss jetzt sein. Überleg gerade, ob ich jetzt davor noch unsterblich machen soll, weil ich wollte die Shuttles gerne wieder weiterschicken. Und davor wollte ich noch irgendwen unsterblich machen. Hast du auch noch wen? Nee, ich hatte heute Mittag Chapel, oder heute Vormittag, ich weiß nicht mehr genau, wann ich die fertig gemacht habe. Ah, die hast du eh gepostet. Genau. Hast du gesehen, was ich auf Discord gepostet habe? Ich war seitdem nicht mehr wirklich drin. Nee, warte. La, 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 la. Bei dem Look wäre auch Gegens Outfit. Wäre ich auch Gegens Outfit? Ach, Gegens Outfit. Hm. Ja, stimmt. Got it? Gegens Outfit? Ach, den hast du noch nicht 4 Sterne. Okay. Schande. Ja, shame, ding, shame, ding, ding. Shame. Okay, so, wen habe ich denn da? Wen wollte ich denn unsterblich machen? Wo so. Ist es denn? Tascha, Duellantin, ja. Ach, die. Die mit dem Handschuh. Auf was für Werte kommt die? 718 Sicherheit? Hm. Plus 600 mögliche? Oh. Ja. Ganz nett. Okay, wen haben wir noch? Diesen Douglas Papst, den es beim letzten Event, glaube ich, gab. Der Quark? Odo? Odo. Quark? Odo. Hast du jetzt schon vergessen, wer weh ist? Ja, die sahen so gleich aus. Oder es war bei beiden so ungewohnt, so, hä? Wie ist das jetzt nochmal? Ja, okay, beide trugen eine Maske, ja. Wobei die von Quark schlimmer war als die von Odo. Ja, stimmt. Was für Werte kommt der? 829 plus 300 mögliche. Okay. Und dann machen wir noch den Apollo unsterblich. Ach, kann ich noch nicht. Kommando Retour, ich habe noch nicht alle Items. Stimmt, da fehlen mir noch die Items. Items, Items. Items, Items. Nicht so wenig. Ringer war noch. Ibims. Nee. Ibims Apoll. Jo. Die Michael Burnham Kandidatin, die haben auch noch. Da natürlich nicht fehlen, die tolle Burnham. Na.
910 Wissenschaft, alter Schwede. Hast du das mit der ersten Staffel mitbekommen, was da jetzt für ein... Naja, was heißt jetzt? Mir fällt es ein, weil es heute auf Discord wieder hochgekommen ist. Mit dem Story-Ding, mit dem Computerspiel. Nee. Okay. Also angeblich. Ich habe damals schon ein Video, also im September wurde es das erste Mal berichtet und jetzt ist offensichtlich eine Anklage gegen CBS raus. Ist der komplette Strang mit das Tardigraden zum Reisen verwendet werden können, dem Eintritt in ein anderes, jetzt nicht unbedingt Spiegeluniversum, sondern ein anderes Universum und wohl auch einige ähnliche Charaktere, die dann eben bei Discovery auftauchen, so bereits in einem seit Jahren existierenden Computerspiel vorhanden. Okay. Welches? Frag mich nicht. Okay. Warte, finde ich das hier noch irgendwo? Müsste auch angegeben sein dann. Was sich da handelt. Oh, ja. Also der Text bei IGN ist Star Trek Discovery nur geklaut. Indie-Entwickler verklagt CBS und Netflix. Indie-Entwickler. Ist dann sowas wie, wie heißt dieses Riesenprojekt da? Riesenprojekt? Ja. Star Citizen? Ja, genau das Ding. Das ist. Ja gut, den würde ich jetzt nicht unbedingt mehr zu Indie zählen. Ja, nee. Der hat ja mittlerweile... ausgesorgt. Ja, mehr als ausgesorgt. Jedes Mal, wenn es heißt, ja, wir haben diesen Monat wieder 300 Millionen bei Kickstarter gemacht. Ja, geil. Läuft. Kommt doch mal immer das richtig fertige Spiel rum, in Deutsch, dass ich es auch halbwegs verstehe. Übrigens, wenn es da draußen irgendjemand geben sollte, der bereit ist, mir langsam Gehirn verstehe für neumodische Computergames, das Spiel mal richtig zu erklären, ich bin gern bereit. Ein neues Format. Anno bekommt Star Citizen erklärt. Ja, genau. Let's erklär Anno Star Citizen. Guckst du so rein, so ab und zu? Ich habe zweimal jetzt reingeguckt. Ja, es ist jetzt wohl auch irgendwie das Update 3.3 raus, wo wohl eventuell auch die Singleplayer-Kampagne schon zum Teil mit drin ist. Aber das habe ich noch nicht angeguckt. Ich habe zuletzt im August, September irgendwie so war ich mal zuletzt drin. Okay, seit wann hast du es? Seit August, September. Okay. Nee, es war ein eine ich habe mir tatsächlich nach 12 Jahren Abstinenz mal eine GameStar-CD gekauft, ein GameStar-Heft gekauft. Mhm. Irgendwie GameStar Black Edition, wo es das ganze Heft drehte sich nur um dieses Spiel. Und da es mich sowieso schon immer fasziniert hat, dieses Spiel, weil die Videos, die ich darüber gesehen habe, die Interviews und alles einfach sehr positiv sind. Es trifft mein Sci-Fi-Genre, trifft zu. Es ist kein, nennt man das, dystopisches... Massive Multiplayer, also. Es ist keine Dystopie. Weißt du das so? Ich glaube ja, ne? Also diese was willst du uns sagen? Endzeit-Szenario Sci-Fi, das immer alles zerstört. Ach so, so Fallout-mäßig. Ja, genau. Mhm. So ein Sci-Fi ist nicht meins. Ja. Ich will sauberes Star Trek Sci-Fi. Entschuldigung. Ich will die Hoffnung haben, dass die Menschheit irgendwann über ihren Schatten derzeit hinaus sich weiterentwickelt und wir nicht irgendwann Atomasche nur noch auf diesem Planeten sind. Fallout ist auch nicht meins. Das ist, also, die verwenden einfach immer dieselben Farben. Das ist alles... Es ist auch alles Matsch und ja. Bei Project Zomboid geht's, da sind zumindest irgendwie, kann man sich reinversetzen eher. Das ist mehr so, ja, schöner Zombie gemacht. Ist auch irgendwie einfach so, weiß nicht, das ganze Zombie-Ding ist auch ein bisschen so locker funny trashier, finde ich, oder? Ja, vielleicht das auch. Aber dieses, ja, die Welt ist zerstört. Im Prinzip, egal was ihr hier spielt, in wie viele Teile wir auch immer rausbringen, richtig aufbauen tut ihr sie sowieso nicht mehr. Du suche doch die 10 Matschhaufen, ob du irgendwie was drinnen findest. Und ja. Nee, eklig. Will ich nicht. Sieht für mich alles gleich aus. Und so. Das, ja, weiß nicht, Star Citizen
wäre schon mal interessant, was der so draus macht. Aber derweil denke ich mal so, ne, weiß ich nicht. So, also ich habe jetzt übrigens mal den Artikel halbwegs ein bisschen durchgelesen. Also das Spiel hat den originellen Namen Tardigrades. Und ist okay. Vom Entwickler Anas Abdin. Mhm. Ist wirklich sehr indie-mäßig. Der war wahrscheinlich eher alleine, oder? Oder welche wird kein anderer genannt? So. Charakterentwürfe und Story-Elemente aus den Episoden der ersten Discovery-Staffel weisen sehr große Parallelen zwischen dem Spiel und Sci-Fi-Serie auf. Mhm. Okay. Und der hat das jetzt geklagt? Ja, weil sein Spiel ist aus dem Jahr 2014. Und die Produktion von Star Trek selbst begann erst 2015. Ja, keine Ahnung. Ich meine, gibt es das Spiel Tardigrades bei Steam? Kann man das irgendwie kaufen? Noch nie gehört. Hat sie es hier hingeschärft? Tiny Tanks, Thronebreaker, Tank Mechanics, Tabletop Simulator, World of Tanks. Scheint ein richtig tolles Spiel zu sein, ja. Aber komischerweise, der Link selbst bei IGN führt zu einer Steam-Seite. Dieses Spiel hat grünes Licht. Ah, das ist ein Greenlight-Steam-Produkt. Okay. Alter Falter, weißt du, was das Gruselige ist? Die tragen da drin sogar die blaue Uniform, die vom Blauton und vom Schnitt sehr ähnlich der Uniform aussieht. Schick mal rüber. Ne, das ist Discord. Bist du bloß hier? Hallo, ich bin hier, hallo. Ich winke, hallo. Oha, Sound. Nerviger Sound. Zum Glück haben sie Sounddesign nicht übernommen. Aber der eine, den er da designt hier, keine Ahnung, wo bin ich jetzt, Minute 50, der sieht aus wie Stamets. Ah, Musik. Schau einfach die Musik aus. Tardigrades, okay. Alter, sieht das schrottig aus, das Spiel. Ja. Wie so ein Adventure aus den 90ern. Aus den, oder so. Ja, das war damals schon hässlich. Sogar mit Romanze und Sex. Alles dabei. Ja, wer es braucht, ne? Schüsse und Dialoge. Mhm. Projektilwaffen im Weltall. Nadine. Mhm. Okay. What the fuck? Warte, guck dir mal das zweite Video an, den Anfang. Ja. Nur die ersten paar Sekunden. Kommt dir das nicht auch bekannt vor? Ja. Könnten dann eigentlich die Produzenten von Avatar die dann verklagen? Blaue Männchen. Und der Tardigrade, der danach kommt. Ja, okay, das sieht schon ein bisschen gleich aus. Dein zweiten Video. Aktualisiert. Ja. Von er ist offensichtlich im Greens. Also kann man Steam Green, kann man das kaufen und spielen? Ich habe hier keinen Button dafür, deswegen frag mal ganz treu doof. Was, welches Green? Greenlight meinst du? Ja, Steam Greenlight heißt das ja hier. Nee, das muss erst final rauskommen, dass man es kaufen kann. Das war damals so eine Early Access Sache, so wie es so Plattformen gibt wie Kickstarter. Das ist so das heißt, die Spiel ist die öffentliche die Variante. Genau. Also man kann es nur, ja, man kann es eigentlich gar nicht spielen, glaube ich. Ja, wie hat denn jemand das so exakt? Anhand von den Videos oder der Produzent wird das halt geklagt haben. Hm. Oder? So wie ich das verstanden habe. Ja, ich frage mich halt gerade, wie die Autoren, die dann ja am Ende die Idee des... Dieser Anas Abdin. Ja, also ich rede jetzt eigentlich von den Autoren von CBS,
die ja die Idee des Showrunners umgesetzt haben, wie die, haben die einfach so nur die Videos angeguckt und gesagt, darauf spawnen wir eine Show? Oder? Ja, vielleicht. That's lame. Sicher durchgeguckt, ich meine, man macht ja eine Konkurrenzanalyse. Was gibt's für andere Serien, was gibt's vielleicht für andere Popkultur und eben auch so Spiele. Aber ich glaube, dass die, wenn die 2015 angefangen haben, dann müssen die doch schon vorher eine Idee im Kopf gehabt haben, wie die aussehen lassen wollen. Ja, keine Ahnung, ich meine, das erste Bildmaterial zu Discovery, also von dem, was wirklich nachher gezeigt wurde, gab es auch erst 2017. Ah, okay. Hm. Es gab ja nur noch den 2016er Comic-Con-Trailer, wo selbst die Discovery ein völlig alten anderes Schiff war, mit CGI-Effekten aus der Ära DS9 Voyager. Mhm. Das war ja nur so ein Promo oder so. Ich glaube, da stand noch nicht viel fest. Lol, im letzten Video ist sogar so ein Alien-Roboter, so ein Stampfer mit diesen Greiferarmen drin. Also das war halt, glaube ich, damals anhand von Daumen nach oben oder Daumen nach unten konnte man das Spiel halt supporten. Mhm. Und wenn man gesagt hat, das möchte man, dann ist es halt irgendwie gefundet worden. Das haben sie aber mittlerweile eingestellt und keine Ahnung, was mit den ganzen Spielen passiert, die in dem Projekt drinnen waren. Steht ja überall grünes Licht erhalten und wird bald veröffentlicht, aber da sie das Projekt eingestellt haben, dieses Greenlight, ist halt die Frage, ob das jemals veröffentlicht wird. Das jemals irgendwie ja, spielen kann. Schon, also hier steht veröffentlicht 21. November 2014. Aktualisiert 13. November 2015. Mhm. Das ist schon immer ein bisschen pervers, dieses ganze, ich verklage jetzt jemanden, ja. Nur weil ich ein Spiel habe, das auf 4 Jahre alt ist. Läuft, ja. Und nie rausgekommen ist. Ja. Aber ja, das sieht schon interessant aus. Schon ein bisschen also ähnliches. Vielleicht parallel noch. Ich meine, ja. Vielleicht haben ja auch beide irgendwie als Quelle noch irgendwas anderes, worauf beide dann auf so eine ähnliche Idee gekommen sind. Weil ich bin mal der Meinung, in einer dieser Aftertrack? Diese Nachbesprechungsserie mit diesem grottigen Moderator da. Sympathieträger. Ja, absolut. Hier eine Comedian ist immer schon so schön betitelt, kommt unser Sympathiestar da gleich hinter Hitler. Da war doch irgend so ein Wissenschaftler, der diese Idee mit dem Myzel-Netzwerk überhaupt hatte, woher sich die Discovery-Autoren, die Showrunner, das überhaupt erst gezogen haben. Das war alles nur eine Fake-Quelle. In Wirklichkeit war es wirklich dieses tolle Tardigrade-Spiel. Ne? Ja, absolut. Kauft es euch. Es ist zwar nirgendwo irgendwo wirklich zu kaufen, aber kauft es. Schreibt diesen Anas Abaddin auf Steam an, ob ihr spielen dürft. Genau, schreibt der Ananas und dann klappt das schon. Müssten wir eigentlich machen. Im Schreiben, hey, hier, wir können das Spiel vorab zeigen. Wanna have a Reichweite. Play? Ja, ja. Ja, gut möglich, dass das nur macht, dass er halt Werbung kriegt, dass halt Leute dann gucken, aha, was ist denn da die Grades? Aber wenn es das nicht mal zum Kaufen gibt, ganz ehrlich, was bringt ihm die Werbung? Mag er jetzt nur Geld vom Prozess haben, weil das Spiel nichts geworden ist? Sieht nämlich eher danach aus. Wenn da seit 2015 nichts passiert ist, dann ein Schelm, wer Böses denkt. Naja, wissen wir das auch. Alter, Game-Info, hast du die da unten mal durchgelesen? Ne. Resolutions 640x400 Pixel, 32 Bit, Musik, MIDI und MP3. Sound. Du hast mir die Ohren so zerfetzt, wie ich reingehört habe, kurz. Ja. Soundeffekte. MP3 all self-recorded. Okay.
Also ich nehme an, er hat einfach das Mikro dann nach einer, nach dem Verzehr einer Pizza an seinen Bauch gehalten. Das hat dann das typische Alien-Geräusch gemacht. Wobei, das kann man auch gut machen. Also gibt's auch Leute, die das ganz gut können. So aus Alltagsgeräuschen was rausholen. Du meinst, das ist der Mann, der eine, der diese optisch an fast Assassin's Creed-like aussehende Design, der macht gute Soundeffekte? Wahrscheinlich nicht. Ja. Da schicke ich lieber meine Reise los. Mir den Scheiß weiter anzugucken. Besser ist. Also wir nehmen schon wieder eine Stunde auf. Müssen wir zum Ende kommen hier. Komm, wir müssen unsere Crew machen. Warte, schauen wir gleich noch ins Zeitportal, aber ich bin gerade doch am Wegschicken. Ich doch nicht gerade. Hatte ich das nicht gerade? Ich glaube, ich wollte meine Reise abholen, dann haben wir über dieses Game gesprochen. Da habe ich gedacht, wo bin ich hier eigentlich? Ich habe es zugemacht und sie nur, ich muss meine Reise noch abholen und bin wieder ins selbe Menü zurückgegangen. Und dachte mir so, war ich hier nicht gerade? Da ist jemand verwehrt. Ach, nur müde. So, gut, Reise läuft, dann Zeitportal. Replikatorration nachfüllen für 6 Euro. Ja, geil. Bild schaut aber cool aus. Können wir das vielleicht schicken? Sieht stylisch aus. Die so nach und nach aufgefächert sind mit diesen Lensflare-Effekten. Was meinst du jetzt? Das erste, Replikatoration nachfüllen. Das obere. Ja, ja, okay, ja. Mit diesem gelben Lensflare da. Schon hat schon was. Na gut. Da wissen wir auch, was die Marketingabteilung den ganzen Tag macht. Lensflares. Ja, dann haben wir Lena. Die ist wohl. Ja. Achso, die war letztes Mal dabei, im letzten Event. Gab es die zum Sammeln? Da wo es diesmal Spock gibt. Ja, genau. Nicht? Ich dachte, das heißt so. Apollo, Kirk. Alle drei zusammen. Oder alle vier sogar. Alle drei zusammen. Alle zusammen. Gott. Worauf du einen blöden Satz sagen, ne? Ja. Der ist berühmt bis ins Lebensende. Grüße an Dagui. Offer engaged. Moment, du weißt gar nicht, wo das Original herkommt? Ne. Oh. Das ist ein TV Total. Einer seiner. Wie heißt das habe ich nie geguckt. Okay. Das lief bei uns nicht. Er hat so ein Pult gehabt auf seinen Tisch, dann hat er drauf gedrückt und hat es einmal gemacht und dann wurde ein Videoausschnitt von irgendwas, was im Free TV halt Game Shows oder was auch immer lief. Und frag mich nicht mehr, was das war. Das war irgend so eine Sexaufklärungsshow oder so, keine Ahnung. Da, ja. Es sah aus, als ob da zwei rumgefummelt hatten und er meint, oh nee, drei rumgefummelt hatten. Und das ist immer schlimmer. Er kommentierte das nur mit so, alle drei zusammen. Okay. Ich kenn's echt nicht. Ich google das jetzt nicht, das will ich nicht in meinem Browserverlauf. Such's ja selbst. Mach's dir selbst. Nee, das kann ich nur von Dago bisher. Wieder was gelernt. Bildungs-YouTube. Ja. Wir hatten ja nur ORF damals. Ja, also Offer Engage Shuttle Autopilot, gut übersetzt. Finde ich toll, also. Das war jetzt aber nur sein Vorname, 11 oder? 11 Euro? Das war jetzt aber nur der Vorname, oder? Von dem Shuttle. Ja, Offer Engage Shuttle. Von 11 Euro hier. 5 Mal kann man das kaufen um 11 Euro. Ja, läuft. Läuft für euch. Wer kauft denn so einen Scheiß? Na gut, die Leute, die dann 400.000 Eventpunkte haben wahrscheinlich. Ja. 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 Requisition Shuttles. Das hier hat da schon einer durch. Bestimmt. Alter!
Ist logisch, ist absolut logisch. Bestimmt. Rate mal, guck nicht rein, rate mal, was die aktuelle Punktzahl von Platz Nummer 1 ist. 700.000? Fast. Okay. 1.000.000. Den Rest spare ich mir mal. Klar. Platz 2, 3 und 4 belegen übrigens jeweils irgendwas in den 600.000. Okay. Alles klar. Da sind wir ja quasi Außenseiter, um aufs nächste Pack zu kommen. Ach komm, weil das spornt uns doch nur noch an. Wir müssen da jetzt ranklotzen, dann schaffen wir das schon. Nein. Also da war die Außenseiter. Ist aus dem Kirk ein Außenseiter? Kirk ist ein Außenseiter, verstehe ich gar nicht. Ja. Was ist das, Eigenschaft hier oder was? Ja, bei dem Eventel. Also bei dem Event, bei dem. Mhm. Wir sind ja immer noch im Zeitportal, oder? Oder? Oh, achso, wo bist du da? Gar nicht gewesen bisher. Okay. So, Offerlane. Ich sprich schon die ganze Zeit das Zeitportal. Was meinst du jetzt mit Außenseiter? Weil der nur 10 Euro kostet. Das Außenseiter heißt. Wo bist denn du gerade? Ich bin bei Offer Platonian Kirk. Warte mal, Offer Lania, Offer Apollo. Kinder von Apollo, Offer Engage Shuttle. Ah, da bist du, warte mal. Darüber rechts. Shuttle. Ja. Außenseiter. Hey, ist auch noch ausgerechnet der Admiral Kirk, den ich seit Ewigkeiten versuche zu kriegen. Über dieses verdammte Dabo-Drehrad oder sonst irgendwo her. Aber lass mich raten, du hast die anderen alle schon unsterblich, sodass es nicht so lohnt. Ich habe Gigen, allerdings 4 Sterne nicht unsterblich. Ich habe die rote Doktorin dahinter, ja. Ich glaube 2-3 Sterne. Die Restlinge habe ich alle nicht. Na dann, würde sich das sogar lohnen. Wenn ich so eine geile Wahrscheinlichkeit hätte von, ich glaube, was waren es? 10%? Ne, sogar 1,27%. 10%? Pff, YOLO, kann ja jeder. 1,27 ist doch viel besser. Läuft bei euch. Garantiert ein thematisches. Bei meinem Glück wird's Gegen werden. Ne, komm, lass gut sein. Ja, komm hier on screen. Rette ich dich was rein. Ja, YOLO, komm, was soll's. Möchtest du wirklich 650 Delizium verwenden? Fühlst du ganz verrückt? Ja, okay, von mir aus. Ich flippe durch, wenn es jetzt Kirk werden würde. Trommelwirbel. Dr. Russell. Auswahl! Nicht dabei. Okay. Auswahl! Wer ist denn dabei? Worf war jetzt dabei, aber schon Auswahl in der ersten Reihe. Vielleicht gibt es ja eine 299. Komm schon, die will ich nicht, die will ich auch nicht. War 4 Sterne Auswahl? Ja, das war okay. Schon. 4 Sterne Auswahl? Ja, am Wurf, der Sheriff Wurf, der Western Wurf da. Ja, und wahrscheinlich dann noch irgendeiner von dem Package dabei. Genau, Dr. Toby Russell, die rote Doktorin. Mhm. Okay. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich sie, wahrscheinlich bei meinem Glück hatte ich sie auch schon. Das wird dir doch eher angezeigt bei der Auswahl. Ja, sie kam automatisch. Okay. Ja, ich hab sie schon 4 Sterne. Ja, geil, die kann weg. Oh, tschüss. Danke für 200 Ehre. Tschüss, 56 Dilithium. Upsi. Na komm, beim zweiten Mal hast du hier mehr Glück. Ja, nee. Na, wenigstens Sheriff Wolf kriegt seinen zweiten Stern. Yay. Ach ja. Also warum auch immer Außenseiter oder warum auch immer die Doktorin da eine Außenseiterin ist, die da wo auf das Rückgrat operiert hat. Das weiß ich auch nicht. Und Zulu war jetzt auch nicht so der Außenseiter. Es ist garantiert wieder eine falsche Übersetzung. Mhm.
magst du, weil ich bin zu faul, das nachher wieder zu schneiden, dass dann die E-Mail-Adresse da steht, das kurz auf Englisch halten und gucken, was da steht. Ja, warte, kann ich oder machen. Ich habe eine theoretische Idee, kann ich nicht? Ich schwärze jetzt einfach das Bild bei OBS gerade mal ganz kurz. Englisch. Wieso ist da eigentlich nur so eine Briten-Eng? Achso, da bist die Ami-Flagge. Macht dabei so ein Dreierpack auf. Und was ist drin? Pulaski, Chor und Brahms. Kugeln lassen, danke. Gott sei Dank haben sie den Button mal eingebaut, ne? So. Dann noch mal ein Premium-Packs aufmachen, die kleinen. Ogawa. Also das haben heißt sonst noch anderes, oder? Kleidack. Und Trommelwirbel. Misfits. Fehl an. Missfein. Die nicht angepassten. Kennst du Misfits als Wort? Ich kannte es jetzt. Ich musste es mir jetzt auch übersetzen. Misfit, wenn irgendwas nicht klappt, so ein Ausschussware, oder? Ah. Vielleicht? Ich verstehe es immer noch nicht. Das macht selbst im Englischen keinen Sinn, Freunde. Das zweite ist Admiral Kirk, als er die Akademie einfach nur geleitet hat. Gegen ist einfach nur ein Forscher. Dr. Toby Russell, das war doch die Picards Herz, glaube ich, operiert hat. Worfs Rückgrat. Oder Worfs Rückgrat, keine Ahnung. Hörst du, wer ich tue? Ja, und die restlichen, ich meine, der ganz links kommt aus Voyager, dann dem seine größte Gestik war, seine zwei Hände dazu verknoten. Und Sulu sieht aus, als ob er da irgendwie so einen Zauberstab aus Harry Potter gerade in der Hand hält. Keine Ahnung. Der einzige, der Paris wird vielleicht passen, als Außenseiter. Und das war's auch schon. Achso, wegen seiner, dass er da am Anfang mal aus dem Gefängnis entlassen wurde oder sowas, ne? Das haben sie eigentlich auch nie wirklich weiter erklärt in der Serie, oder? Nee. Das war dann. Sie wollen so einen Rebellen haben. Wir wollen Rebellen haben. Wir nehmen jetzt hier einen aus dem Hochsicherheitstrakt. 5 Minuten später, oh, unser Pilot ist tot, sie übernehmen sie übrigens ganz friedlich. Ja. Fallen eigentlich gar nicht weiter auf und ja. Voyager-Bashing. Muss doch sein, und die Leute erwarten das von mir. Ja, und dann haben wir so auch unsere Gedanken mit Ilya, EMH, also, und Sarek. Ja, jetzt muss ich... Gott, wie man sie es richtig kompliziert machen kann. Ich werde im Lebtag nicht mein Shuttle-Ding wiederfinden, wie es im Englischen heißt. Settings. Deutsch bitte sehr, ja, danke sehr. Vergiss das Ausschwärzen nicht. Hat schon gemacht vorher. Damn it! Ja, dann haben wir das Zeitportal auch durch. Dann haben wir eigentlich nur noch die Nachrichten. Hast du von denen noch welche? Eine, ja. Okay. Die von neue heute. Wahrscheinlich. Ja. War noch nicht durchgelesen. Oh, ein neues Mega-Event. Yeah. Vielleicht erkennst du, wen es beim Mega-Event zum Sammeln gibt, weil ich habe vorher auf Twitter von Timelines die Nachricht gesehen. Hast du mal einen Link oder so? Ah, ist sogar schon okay, schon released. Alles klar. Achso, also wieder dazu. Weil vorher haben sie so ausgeschwärzt das Bild, dass man nicht sehen konnte, wer es ist. Ich schick's dir mal. Mir sagt's gerade nix. Ach, okay, doch. War das nicht mit Riker, mit dem Headset? Das Katarian Headset? Das, wo da alle infiziert waren mit dem Headset, mit diesem Spiel?
Mit Wesley und Riker und so weiter. Keine Ahnung, Criterion sagt mir jetzt nur was. Vielleicht kam das auch öfter vor. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt bei dem Alien-Gesicht kurz an Deep Space Nine gedacht. Irgendwas mit Odo, aber... Aber was die hat, den Kommunikator, das ist ja auch ein TNG-Kommunikator. Es könnte schon hinkommen, dass es die war. So, wir liegen beide falsch, das kommt aus Voyager. Hä, das ist doch ein TNG-Kommunikator. Oder? Spinne ich? Oder liest es hier nur falsch? Warte mal. Ich habe hier gerade nur. Warte mal, ich muss das deutsche Memorial Alpha vielleicht finden. Also, Criterion war doch das Headset. Criterioner. So, deutsches Ergebnis für. Da, Memorial Alpha. Also, Criterianer sind eine humanoide Spezies mit leicht katzenartigen Zügen. Ihre Stirn ist in der Mitte in zwei Hälften geteilt und ihre Augenfarbe ist gelb. Außerdem besitzen sie ein achtkammeriges Herz, in Klammern Voyager, Körper und Seele. Okay. Die Heimat der Criterianer ist Ktaris, Mitglied der Föderation, gemäß Voyager-Folge E-Chip. Ah, und TNG. Gefährliche Spielsucht. Ah, yes. Erst später werden sie aufgenommen, sympathisieren aber mit dem Maquis. Geil, kommt sogar mein Video, wenn ich Criterion Headset auf Google suche. Erstes Suchergebnis, Valvorex, Star Trek Timelines, Criterion Headset. Junge, nice. Wie viel Aufruf hast du denn, Leute? Weiß ich gar nicht. 300, das war auch schon nice. Okay. Nice. Eines der wenigen, wo ich auf Englisch gesprochen habe. Muss euch unbedingt reinziehen. Unbedingt. Wenn ihr dabei seid, schreibt mal bitte rein, dass ab Level 52 garantiert. Fuck you. Ja, ja. Noch nie so 2 Stunden sinnlos verschwendet wie hier. Noch nie? In anderthalb Jahren Timelines? Ja, okay. Okay, reden wir nicht mehr drüber. Besser ist. Achso, ich wollte meine Shuttles noch zurückholen. Das eine zumindest davon. Aber deswegen hat die dann so eine TNG-Sache in den Händen. TNG-Kommunikator. Okay. Dann macht's auch Sinn. So macht das Ganze auch Sinn. Gab's die nicht schon im Spiel? Die kommt mir so bekannt vor. Also der Name, dieses Jol. J-O-L oder was? Ja. Aber ich find nix. Nö. Vielleicht LOL. LOL. Ja, ich weiß nicht mehr. Aua. Ja. Aua. Aua. LOL kann man nur zu einigen Designs sagen, wenn ich mir das gerade so durchgucke. Die Stasis-Kammer. Weißt du noch, gegen was, oder soll noch mal gucken? Nee, ich hab's. Schubs. Aufräumaktion, war das, was du noch hast. Ja, das genau. Ist bei mir ganz links, ist es noch einfach. Ich muss nur abwarten, bis dieses eine andere Lebens irgendwas bei mir mal abgelaufen ist. Das hat gerade noch, ist noch gerade also unterwegs. Das muss gerade noch jemand anderen hier zu. Hä? Da. Diplo, ja, echt der, den habe ich eingesetzt.
Tür! Okay, also Nachrichten ansonsten, was hat man da? Dieses Mega-Event eben, dass die da teilnimmt. Steht eh ganz oben, Etana, jol. Okay, geil. Ich hab's jetzt gelöscht. Ab 6. Dezember bis zum 27. Dezember gibt's die dann zum Sammeln. Voll die Nachmache, ab 6. Dezember fängt doch bei uns ein neues Projekt an. Na ne, am 5. fängt's an, ne? Irgend sowas. Freut euch schon mal. War echt mega lustig. Event Client Server Changes. Mensch, Wolf, wo hättest du mich vorhin nicht nochmal dran erinnern können, wenn ich fertig geladen habe, den schwarzen Bildschirm auch mal wieder wegzumachen? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hast du es nicht am zweiten Bildschirm auch? Ja, aber da war der Browser mit dieser Suche nach diesen Keterianern davor. Ich sag ja immer wieder, kaum hat man zwei Monitore, wünscht man sich einen dritten. Ja, Anu. Ja, ja. Also, wie kommen wir noch zurück auf dem Anu-Kanal? Nach 20 Minuten Blackscreen. Na, so lange nicht nach dem Zurückschalten von Englisch ins Deutsch habe ich. Das ist jetzt vielleicht 7 Minuten her oder so, keine Ahnung. Aber hey, das beschleunigt das Rendern. Ungemein. Hab gesehen, du hast jetzt wirklich, du hast schön aufgeholt mit den Folgen. Einfach rausgeklatscht da, 2 Stunden am Stück, YOLO. Ja. Vorher immer so, ja, muss schon in 20 Minuten Part sein. Und jetzt so, es ist mir egal, rausgeklatscht, 2 Stunden. Was sein muss, muss sein. Ja, ich, sind wir eigentlich am Ende für heute? Mal ganz kurz. Ich würde es gerne wieder rausklatschen. Ja, aber eine Sache will ich noch loswerden. Ich werde Star Trek Timelines zum Ende des Jahres bei mir einstellen. Was? Ja. Ich habe langsam keine Lust mehr drauf auf dieses Spiel. Was ist da los? Ja. Also ich werde es für mich privat vielleicht noch ein bisschen weiter daddeln, ja. Aber nicht mehr so mit diesen Eisen. Kam jetzt so ganz ohne Ansage. Ja, ich weiß. Nein, das ist nicht gespielt, liebe Leute, die Emotionen. Hier, Reaction hier, hautnah, Live-Reaction-Video. Hätte ich dir vorher noch sagen müssen, mach mal deine Kamera. Balboria geht auf Anos Ausstieg. Also worüber ich maximal mit mir reden lasse, ist einmal im Monat so ein Update-Video, aber nicht in der... Wir sind jetzt schon wieder bei 1,5 Stunden. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Leute das wirklich immer interessant finden. Ich finde es unterhaltsam, ja. Für mich ist das hier aber auch nicht wirklich wie eine Aufnahme. Das ist so, wir könnten das hier theoretisch auch komplett privat durchziehen, was wir die ganze Zeit dabei sind. So ein Wochentalk. Und wie war es bei dir so? Ja. Gestern gab es Brötchen. Ich habe es halt wie du halt nicht dabei warst, habe ich es halt echt immer nur so als 5 Minuten, 10 Minuten Video gemacht. Okay, ist auch länger mal geworden, waren es mal 20 Minuten, aber... So, ist jetzt heißt, dass ich hier die Labertasche bin, oder? Nee, es ist halt einfach durch den Talk, aber das wird bei jedem Projekt passieren. Ja, das ist bei The Crew letztes Mal auch nicht gerade besser gewesen. Nee, das war jetzt wirklich eine Stunde lang im Standmodus über Thumbnails. Das war, wenn jemand den Fotomodus entdeckt hat. Stimmt, das muss ich auch noch schneiden. Immer noch nicht, okay. Ja, ich will halt diese Zeit, also ich sehe es halt irgendwie mal so. Es geht immer ein sehr großer Teil, also meistens der gesamte Freitagabend zeitlich dafür drauf, dieses, wenn ich jetzt wirklich nur ein Video draus mache, ein Video drauf zu nehmen.
Und am nächsten Tag rendert es man 3 Stunden lang. Also ich weiß nicht, wie schnell es bei dir rendert. Bei mir dauert es irgendwie immer ewig, diese langen Videos zu rendern. Ja. Und dann legt man sie ewig und 12 Tage hoch und dann sind 2 Tage für ein Video, das 5 Leute gucken bei mir. Bei dir sind es wesentlich mehr noch als bei mir. Und ich habe mir eigentlich immer geschworen, ich mache es nie, never, ever, nur weil die Klickzahl zu gering ist, weil ich habe auch nochmal mit 3 Klicks pro Video oder sowas angefangen, ja. Nur mittlerweile ist es halt so, dass mir das Spiel an sich nicht mehr so richtig... Ja, es ist eine neue Einheit der Woche rausgekommen. Und es ist halt, ja. Es ist nichts Neues. Ja. Wie gesagt, für mich privat werde ich es ein bisschen weiter datteln, aber auch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist der persönliche Druck, ich muss zumindest bis jeweils zum nächsten Freitag irgendwas geschafft haben. Immer da. Entweder nur die letzten Wochen war es halt immer nur so, du musst mindestens eine Person unsterblich machen, damit du den Platz hast für die neue Event-Einheit. Mhm. Das war der einzige, ja, Grund, deswegen ich immer so Hackengas gegeben habe, aber ich will mir diesen Druck dahinter auch nicht mehr geben. Ja. Mhm. Ja. Überraschung! Verstehe ich. Toll. Das war mal, ich fand das immer ein nettes. Wir können es gerne in die Zeit schieben. Ja. Und wie gesagt, das Angebot steht, dass wir es gerne einmal im Monat als. Und wie viel hast du jetzt geschafft schon? Bringen. Möglichst nicht so ausarten lassen. Jo, schade. Da atmet ihr tief durch. Nicht so ausatmen lassen. Wir können gerne aber andere normale Let's Play-Projekte auch mal bei dir wieder angehen. Da haben wir ja dann wieder Zeit für. Jo, ich muss es erst packen lassen. Oh Gott. Ja, na, können wir schon machen. Wie heißt deine kirchliche Gemeinde nochmal? Ich glaube, ich muss den Pastor gleich von dir vorbeischicken für Seelsorge. Ich überlege nur gerade, ich bin bei Multiplayer-Projekten immer nicht so schleißig mit dem Aufnehmen. So Singleplayer-Projekte haben wir immer besprochen. Das kann man mal eben irgendwie rauszögern oder rausschieben und sagen, habe ich jetzt keinen Bock, das mache ich morgen oder übermorgen. Und so Multiplayer, das haben wir eigentlich echt ganz gut durchgezogen, dass wir immer am Donnerstag aufgenommen haben oder Freitag jetzt. Jo. Teilweise war es dann Donnerstag und Freitag. Ja, die Braved was war es hier, das Two-Point Hospital, das war eigentlich immer donnerstags. Mhm. Und freitags war fast immer Timelines. Da war es Timelines ja auch so, dass ich wirklich mit diesen 20-Minuten-Teilen immer 11 Folgen, 9 Folgen, Jojo, gib ihm. Also der Grund, ja, es ging mir gegen Ende auf den Piss, dass ich wirklich 2,5 Tage gerendert habe, nur Timelines. Dann hast du 3 Aufrufe. Und das Schlimme ist, in diesen Videos, wo wir reden, ist ja eigentlich im Prinzip, ich könnte es als MP3-Datei hochladen. Ja. Ja, das ist 5 Minuten mit dem Rendern fertig. Das haben wir ja letztens schon angesprochen, wo ich auch meinte, das ist halt so ein Star Trek-Hintergrund. Man sieht halt immer ein Star Trek-Dingens und ich weiß nicht, das werden sich halt nur Trekkies wahrscheinlich anschauen, auch wenn wir über Gott und die Welt reden. Es ist halt so im Mantel von Star Trek Timelines. Überhaupt erstmal die Leute, ich meine, wer kein Interesse an Star Trek hat, meidet das ganze Format. Ja. Auch wenn es gar nicht um Star Trek geht, in der meisten Zeit. Ja. Zu 90% geht es gar nicht um Star Trek. Aber ja, halt schade, wenn das dann so außen vor gelassen wird. Ich glaube, das ist schon ganz cool, wie wir das dann überlegt haben mit der Crew, dass wir das dann in ein frisches Format packen. Jo. Auch wenn es im Endeffekt ein Autospiel ist, aber wenn man das gleich von vornherein so betitelt, nicht Star Trek Timelines Folge 170. 202. Aber kann der Monkey die dann aufhören? Bei 202? Warte. Jetzt müssen wir eigentlich wieder bis 300 machen. Nee, ich habe es mir schon fast genau ausgerechnet. Wenn wir jetzt noch 3-mal aufnehmen, am 8., am 15. und am 22., komme ich auf 205 und das ist für mich eine gerade Zahl. Oh mein Gott. Alles klar. Ja.
Alles in seiner Ordnung und sein System. Ja. Ja. Ich würde es schon ganz gern weiterführen, aber halt wirklich nur im kleinen Format, so ja, hier, das hat sich getan. Mhm. Tut's alles durchschauen. Ja, einfach nur, weil. Also ich halte dich auch gar nicht auf. Du kannst gerne deine, auch deine Pack-Openings und alles da. Ja, nee, das mache ich nicht. Ach, das machst du auch, guck mal. Warum nur? Ich habe so viel Pack-Openings geschnitten in letzter Zeit, ich habe da keinen Bock mehr. Ich entdecke da gerade eine gewisse Parallele, weißt du das? Nee, ich weiß nicht, die 36 Pack-Openings sind es geworden. Die laufen jetzt bis im Jänner, habe ich die terminiert. Ja, nee. Nee, das mache ich immer in der Aufnahme dann. Überleg mal, hättest du nur eine Folge pro Monat rausgefahren, hättest du jetzt 3 Jahre Content. Oh je. Das ist das, was ich immer auf der Festplatte gesammelt hat. So, ach, das muss ich auch noch irgendwann machen. Ja, im Zuge von der Festplatte dachte ich mir, okay, alles raus, alles. Da habe ich auch noch so ein Krüppel bei mir rumliegen. Nennt sich Star Trek Online Agents of Yesterday Livestreams. Knapp 5. Nee, was sind sie? Ich glaube. Ich gucke, bevor ich falsche Zahlen sage, gucke ich lieber. Da habe ich ein paar Kandidaten. Einer davon war ja unser GTA. Livestream vor 2 Jahren. Den ich gerade dabei bin, durchzuschauen. 840 Giebel. Giebel. Die ich mal irgendwann rendern müsste, ja. Vor allem, da wir eigentlich eine Idee hatten, wie wir das Ganze noch in serienartiges Format packen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es gehen soll. Also, warte, wieder irgendein Talk? Nee. Wir wollten die ganzen Flugdinger mit Demo-Rig, also so wie ich diese Trailer-Videos immer mache. Mhm. Dass das Ganze nur noch so wirkt wie eine Episode aus einer Serie. Okay. Das während wir... Also man geht von dem Kampf, also das, was man wirklich spielt, und dann geht's über in einen gedrehten Filmteil. Das war mal die Idee. Mhm. Um eben halt diese langen Flüge durchs Weltall, um Ladesequenzen eben halt mal rauszunehmen, aber... Nach Briefing und Briefing The Next Generation. Kommt jetzt. Briefing. Deep Space Nine. Ist das dann ein Deep Space Nine Review? Mal, wenn du Bock auf so einfach nicht nochmal alles komm schon, hast du nicht richtig Bock auf Staffel 1 und 2? Bist du schon dabei, so Projekte zu überlegen, wie es weitergeht, ja, generell? Ja. Mit diesen Final Frontier Watchers zum Beispiel. Hast du Zeit, Interesse, Bock darauf? Weil ich weiß, Toni hat sie nämlich nicht mehr und ich ziehe es nicht alleine durch. Also wenn du auch nicht, dann ist es für mich eingestellt. Toni hat auch keinen Bock? Nicht keinen Bock, aber er hat in letzter Zeit auch kaum noch Zeit. Also wir sind nur noch sonntags für eine knappe halbe, dreiviertel Stunde zum Aufnehmen gekommen immer. Mhm. Ja, das wird nichts. Denke ich mir mal. Also ich kann ihn gerne nochmal fragen, aber... Mhm. Nee, nicht so wirklich. So. Ja, dann wär's das damit. Ich hätte das dann eher wieder kombinieren mit Timelines zum Beispiel. Timelines spielen und da vielleicht darüber reden. Aber jetzt nicht jeden Schnipsel von der Dings anschauen. Könnte man bei den Shootern machen. Dann ist ja ausgeartet. Man quasi in einem neutralen Spiel für Star Trek. Weiß ich nicht. Dieses frameweise angucken ist dann halt zu krass. Wenn wir es bei der Crew machen, würde ich es auch nicht mehr mit Bildern und
KKG machen und auch nicht mehr mit Rückblick. Ich würde einfach nur noch, wie uns das gefallen hat und was uns aufgefallen ist oder so. Wie ein ich Thema, was wir hier einfach abquasseln während einer Autofahrt. Ja, das vielleicht eher. Ich könnte halt jetzt nicht shotgenauer nachsagen, so wie ihr das oft gemacht habt. Ah, das ist von da und die haben die Settings von da verwendet und die Requisiten und so. Okay, für mich schaut das alles so neu aus. Ich kann halt nichts mitreden. Ach komm, so extrem war man auch. Nee. Ich erinnere mich an den Trailer. 2 Stunden Analyse. Ja, sowas kann man mal machen, aber ich möchte halt eben den Druck nicht haben, dass ich die Serie dann um eine gewisse Uhrzeit schauen muss. Nö, also wenn montags die Folge kommt, dann musst du sie nur maximal, also wenn du es überhaupt machen willst, bis freitags müssen wir dann The Crew auf dem gucken. Mhm. Wenn wir es denn so machen. Ja. So schön, dass wir gerade als Gesprächsthema für ein Let's Play die Projektplanung eines anderen Let's Plays besprechen. Das sind die Leute garantiert richtig. Naja, wenn es jetzt um Star Trek geht, wir sind in Star Trek. Ja, passt okay. Schon einigermaßen. Dann wäre halt wieder Timelines eigentlich passendes Spiel. Aber kannst du noch überlegen, vielleicht machst du mal wieder reinschauen in Timelines zu dem Projekt. Oder wir machen es halt wirklich in der Crew. Ja. Timelines hat halt den Vorteil, dass man das vom Bildschirm auch weggehen kann und dabei was anderes machen kann und das Spiel läuft weiter. Ich weiß nicht, ob es bei der Crew auch so ist. Nee, eigentlich gar nicht. Weil du die ich glaube, das friert dann nämlich ein, oder? Ja, also mir ist es schon bei dem... Also wir hatten nur ein Thema uns rausgesucht, um reinzukommen. Und man sagt immer nur so 2 Sätze und dann konzentriert man sich wieder aufs Rennen. Mhm. Nicht anstoßen, nicht anecken. Und das ist dann... Es ist ein bisschen kontraproduktiv, dass das Spiel dahin geht, ja. Ja, und auch mit dem Raustappen meine ich halt. Wenn man jetzt hier raustappt im Spiel, dann bewegt sich's weiter, das Raumschiff. Und wenn wir ansonsten raustappen, dann ist es halt wirklich ein Standbild. Ja. Bietet sich echt weniger an für so ein Talk der Spiele. Ja, schauen wir einfach mal dann. Ist noch Zeit. Ich glaube, wann geht's los? Am 18. Januar geht's bei uns mit den Folgen los. Am 17. in den USA. Okay. Da können wir noch gucken, ob das wieder ein neues Format wird oder wo wir es reinpacken. Ja, ich frage mal Toni, ob er noch an Final Frontier Watchers Interesse hat und Zeit vor allem. War nicht Bambi irgendwie auch mal dabei? Ursprünglich geplant, ja. Er hatte dann aber irgendwie nie Zeit wegen seinem Chor. Okay. Der dann immer genau an dem Tag war. Weil ich hab mir auch gedacht, also wenn, dann müssen wir das irgendwie halbwegs, also damals halt, zeitnah bringen, diese Reviews und nicht 12 Wochen später. Und ja. Vielleicht unter einem anderen Namen, wo man dann eh einschaltet. Discovery Review Watchers oder ja. Was? Ja, irgend sowas, ja. Können wir uns ja noch überlegen, wie wir es machen. Ja, ansonsten bin ich ja echt durch für Timelines. Dann können wir ja noch schauen, ob wir in The Crew noch was zusammenbringen. Ja, sicherlich. So. Alter, es ist 23 Uhr. Wie lange haben wir jetzt wieder aufgenommen, ey? Ja, sicherlich ist doch, Alter. 1,40 wieder, ey. Ich bin zu viel hier, Hilfe. Na gut, na dann, danke euch fürs Zuschauen. Danke an alle, fürs dabei sein. Über 200 Folgen hindurch bei dir. Jo. Jo. Alles, was du zu sagen hast, jo. Ich stimme damit einfach nur zu. Und sag, es ist allzu viel ist es eh nicht. Also, Grüße an, ich weiß, FIS 069 oder Fisch, ist es FIS oder Fisch? Ich weiß es gar nicht. FIS. Fis
069 guckt. Ja, der guckt fleißig, weil der schreibt immer auf Discord, was ihm alles eingefallen ist. Ansonsten haben die letzten, ich glaube, 50 oder 60 Videos eh keine Kommentare. Aus, doch, warte mal. Letztens war ein Kommentar bei Star Trek Timelines. Wann geht's weiter mit? Nee, spiel mal Star Citizen. Ja. So viel dazu. Da hat sich Stano gleich gekauft. Nee, das war letzte oder vorletzte Woche. Okay. Da hatte ich dann auch schon dieselbe Antwort gegeben. Ich bräuchte einen Mentor, der mir das Spiel erstmal erklärt. Cool. Ja. Dann würde ich sagen. Kann man da nicht auch einfach mal den Kleinen anfangen? Bei Star Citizen? Ich einfach irgendwo in den Shuttle setzen und losfliegen? Oder? Ja, wenn es so einfach wäre. Ich glaube, die Shuttle-Steuerung. Also, das, ich weiß nicht. Ich. Du brauchst die ganze Tastatur gefühlt, um deinen Charakter unter Schiff zu lenken. Okay, okay. Weil du musst dir das Licht einschalten, den Motor und oh, okay. Die Zündung an und oh, krass. Die Tür zu und also es ist wirklich penibelst genau. Okay. Und ich weiß nur, ich habe es gerade so irgendwie geschafft abzuheben. Ja. Und dann, aber wie gebe ich jetzt Gas oder so? Und irgendwann, diese Station drehte sich, kam mir irgendeiner dieser Arme der Station näher. Ich hab wirklich nur auf der Tastatur so, jetzt da Gas, da Gas. Irgendwann hat das Schiff beschleunigt, aber ich habe nicht mehr gewusst, welche Taste das war, weil ich dann irgendwann wirklich alles gedrückt habe. Ja, dann bin ich von der Station weggeflogen, wusste auch nicht so richtig, ja, drehen, okay, dann bin ich zurückgeflogen. Hab auch halbwegs irgendwie eine Landung angesetzt, aber ich glaube, dann bin ich gecrashed, weil dann war ein Ladebildschirm und ich wachte wieder in der normalen Kabine auf. Okay. Was, glaube ich, nicht der normale Fall ist. Der Absturz Sonntagnachmittag. Ja. Und dann hatte ich den vollen Crash und bin wieder in der Kabine aufgewacht. Und es war ein Tiger im Zimmer. Ich hatte ein Tattoo. Als ich aus dem Fenster geguckt habe, war ich in Las Vegas. Ganz merkwürdig. Sag mal, das war hier ein ganz merkwürdiger Tag. Oh Gott. Gudi, ja, dann bis zum nächsten Mal. Das werde ich vermissen. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.